Ja, das war also der Auftritt der Kanzlerin gestern hier am ersten Tag des CSU-Parteitages. Wollen wir das Ganze ein bisschen nacharbeiten? Ich begrüße Gerda Hasselfeld heute Morgen bei uns. Guten Morgen, Frau Hasselfeld. Sie ist die Chefin der CSU-Landesgruppe in Berlin. Ja, das war ein durchaus bemerkenswerter Auftritt gestern der Kanzlerin. Aber eigentlich war der Auftritt der Kanzlerin gar nicht so bemerkenswert, sondern das, was danach kam, nämlich diese 11 Minuten lange Ergänzung von ihrem Parteichef Horst Seehofer. Da schreibt so mancher Kollege heute, das sei eine Demütigung der Kanzlerin gewesen. Wie haben Sie denn das empfunden? Nun, jeder hat seinen eigenen Stil. Aber wichtig war schon nochmal das Bild von Bayern, die Belastung Bayerns und die Meinung der CSU, insbesondere zur Begrenzung des Flüchtlingsstroms, zum Ausdruck zu bringen. Und das hat der Ministerpräsident und der Parteivorsitzende dann getan. Von der Kanzlerin gab es inhaltlich aber für Sie, für die CSU, kein Entgegenkommen. Sie hat klar gesagt, Reduzierung ja, aber eine Obergrenze will sie nicht festlegen. Was bedeutet das für die zukünftige Zusammenarbeit in Berlin? Sie hat deutlich gemacht, dass die Reduzierung der Flüchtlingszahlen auch ihr Ziel ist. Und sie hat eine ganze Reihe von Maßnahmen angesprochen, auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, die dazu geeignet sind, den Strom der Flüchtlinge zu reduzieren und die hohen Zahlen zu reduzieren. Dass wir einen Unterschied noch haben in der echten Begrenzung des Flüchtlingsstroms, so wie wir es als erforderlich erachten, das ist kein Geheimnis. Das muss auch ausgetragen werden. Das ist übrigens nicht das erste Mal zwischen CSU und CDU, dass so etwas auch öffentlich angesprochen wird. Und wir werden da sicher auf der notwendigen, in der notwendigen Atmosphäre und in der notwendigen Deutlichkeit bei den folgenden Gesprächen immer wieder darauf hinweisen. Es hat eine Reihe von Gesprächen gegeben in Berlin, auch unter Ihrer Beteiligung. Trotzdem kommen immer noch täglich 5.000 bis 7.000 Menschen an, jeden Tag, vornehmlich in Bayern. Heißt das, die Maßnahmen haben überhaupt noch nicht gegriffen? Nun, einige Maßnahmen haben gegriffen. Beispielsweise die Einstufung der Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten. Wir haben von der CSU-Landesgruppe aus als Erste schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen, auf die Notwendigkeit. Es war immer nicht möglich, nicht weil die Kanzlerin nicht wollte, nicht weil die CDU nicht wollte, sondern weil sich SPD und vor allem die Grünen dagegen gesperrt haben. Und dazu brauchten wir auch die Grünen im Bundesrat. Mittlerweile ist das Gesetz, mittlerweile allerdings erst. Und bis zur Mitte des Jahres 2015 waren noch etwa 40% der ankommenden Flüchtlinge gerade aus diesen sicheren Herkunftsstaaten. Mittlerweile ist das nur mehr ein geringer Prozentsatz. Das heißt also, hier waren wir erfolgreich. Das ist nur ein Beispiel. Es gilt aber auch, dass die vielen Maßnahmen, die notwendig sind, nicht von heute auf morgen wirken. Dass die zentralen Maßnahmen, vor allem im europäischen Bereich und im internationalen Bereich, wie beispielsweise die Hotspots an den Grenzen, die Sicherung der europäischen Außengrenzen oder auch die Verhandlungen mit der Türkei nicht von heute auf morgen zu erledigen sind, nicht mit einem Schalter erledigt werden können und dann auch nicht sofort wirken. Das ist, ich hätte es auch gerne schneller. Da müssen wir auch Tempo machen. Aber bei den nationalen Maßnahmen sind wir auf einem noch nicht ganz befriedigenden Weg, aber wir sind ein Stück weitergekommen. Allerdings muss ich auch sagen, die Bundesländer, die dazu auch in der Verantwortung sind, zum Beispiel die Flüchtlinge, die keine Anerkennung haben, auch wieder abzuschieben, zurückzuführen. Das ist Aufgabe der Bundesländer und da ist noch vieles im Argen, da kann noch wesentlich mehr gemacht werden. Die Politik sagt immer sehr deutlich, man solle die Flüchtlingsfrage nicht mit der Terrorgefahr vermischen. Trotzdem ist ja die Terrorgefahr so hoch wie nie zuvor. Gerade gestern gab es in Mali beispielsweise wieder einen mutmaßlich islamistischen Anschlag. Paris ist erst 8 Tage her. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die deutsche Politik? Ich bin in der Tat auch dafür, dass wir genau trennen.
die Problematik der hohen Zahl der Flüchtlinge, die damit verbundenen Aufgaben im Bereich der Humanität, der Integration, aber eben auch der Zurückführung und der Reduzierung der Zahlen zu trennen von der Terrorgefahr und der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Beides hat nichts miteinander zu tun, auch wenn in der Bevölkerung so manches vermischt wird. Wir haben beide Aufgaben zu lösen, unabhängig voneinander zu lösen. Und die Sicherheit, der Schutz unserer Bürger hat höchste Priorität. Und deshalb sind wir auch an der Seite Frankreichs und an der Seite all derjenigen, die international Terrorismus bekämpfen. Jetzt sagen Sie, die CSU, in Ihrem Leitantrag gestern, Zitat, jeder Staat hat das Recht, seine Grenzen zu schützen. Aber im Moment sind wir, was die nationalen Grenzen angeht, ja noch sehr weit davon entfernt. Was ist denn das Gebot der Stunde? Was sind die Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht jetzt ergriffen werden müssen? Wir haben in der Tat eine doppelte Aufgabe, wenn es um die Grenzsicherung geht. Auf der einen Seite die gemeinsame europäische Aufgabe, die Außengrenzen zu sichern. Denn nur dann, wenn diese sicher sind, funktioniert auch zum Beispiel so etwas wie das Schengen-Abkommen. Das heißt also die Freizügigkeit innerhalb Europas. Dazu brauchen wir eine gemeinsame europäische Außengrenzensicherung. Und daneben, solange dieses, momentan funktioniert das nicht vollständig, solange dieses nicht vollständig funktioniert, müssen wir auch an die Grenzsicherung der eigenen nationalen Grenzen denken. Deshalb war es richtig, das ist übrigens auf Initiative Bayerns geschehen, Grenzkontrollen vorübergehend wieder an den deutschen Grenzen einzuführen. Und deshalb ist es auch richtig, nicht nur stichprobenartig die Kontrollen zu machen, sondern sie wirklich auch zu intensivieren. Dazu hat die Bundeskanzlerin ja auch gestern gesagt, auch die Bundespolizei wird an den bayerischen Grenzen verstärkt werden. Das ist das richtige und auch notwendige Signal gewesen. Sagt Gerda Hasselchef, die Chefin der CSU-Landesgruppe in Berlin. Vielen Dank dafür. Danke, dass Sie heute Morgen bei Phoenix waren.